Die Märkte haben massiven Gegenwind von zwei Seiten. Erstens vor allem durch die Notenbanken nach dem hawkischen Tsunami durch die Fed am Mittwoch und vor allem dann die EZB am Donnerstag. Das ist nicht gerade das Umfeld, in dem die Aktienmärkte normal super performen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Notenbanken hawkisch sind, also die Zinsen weiter anheben wollen, die Bilanzsummen reduzieren wollen, also den Märkten Liquidität entziehen. Und gleichzeitig dürfte die Wirtschaft nicht zuletzt eben durch diese Zinsanhebungen deutlich abschwingen. Das heißt, die Gewinnsituation für die Unternehmen wird schlechter. Dementsprechend, wie gesagt, nicht gerade ein optimales Umfeld für übergeordnete Long-Positionen. Dennoch wird es diese Erholungen geben. Wir sind jetzt ein bisschen überverkauft, eine Erholung sogar wahrscheinlich, aber es ist eben auch sehr wahrscheinlich, dass diese Erholungen sehr gute Verkaufsgelegenheiten darstellen. Und eines ist klar, Cash is King. Das will ich Ihnen gleich mal zeigen. Das gilt bereits jetzt schon im Wirtschaftsleben. Wenn eine Deutsche Bank war, wie mir ein befreundeter Banker erzählt hat, noch vor eineinhalb Jahren, vor einem Jahr etwa einen Eigenkapitalanteil für den Kauf von Immobilien oder auch im Gewerbeimmobilienbereich für größere Investoren von so 10, 15, 20% gefordert hat, sind es jetzt 50%. Das heißt, nur noch diejenigen, die viel Eigenkapital haben, die viel Cash haben, die nicht angewiesen sind auf Kreditaufnahme, die immer teurer wird aufgrund der steigenden Zinsen und der Risikoaversion der Banken, die sagen, nee, das rechnet sich nicht, mein Lieber, das kriegst du nicht, diesen Kredit. Also nur diejenigen, die wirklich viel Cash haben, die sind King, die können sich frei bewegen, die anderen gehen über den Jordan oder sind in einer systemisch schlechteren Position. Schauen wir uns die Dinge mal an, meine Damen und Herren. Hier sehen wir, danke Paul, der S&P 500 fällt und die Wall Street Party ist gecrashed. Hier sehen wir mal interessanterweise Cash im Vergleich zu anderen Assets und Cash nehme ich hier zum Beispiel anhand einer T-Bill, also einer amerikanischen ganz, ganz kurzfristigen Anleihe, die praktisch als Cash gilt, die im Geldmarkt sozusagen, oder das ist der Geldmarkt, der hier ganz kurzfristige Anleihen erlaubt, die praktisch ausfallgesichert sind. Jedenfalls, diese Anlage outperformt über 95% aller Assets derzeit. Cash ist also King. Natürlich verliert man auch in Zeiten der Inflation mit Cash, aber man verliert eben weniger als mit anderen Assets. Man muss das ja also in Relation setzen. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was diesen hawkischen Tsunami ausgelöst hat, dann sehen wir, die Fed hat klar gemacht, dass ihre Erwartung der Inflation jetzt bei 5,1% liegt, in den sogenannten Dotplots davor im September. Bei der letzten Sitzung, da waren es nur 4,6%. Die Fed hat also maßgeblich ihr Inflationsziel nach oben gesetzt. Sie hat dann gesagt, 2023 werden wir die Zinsen nicht senken. Gleichzeitig hatte die Fed ihre Erwartung für die Wirtschaft nach unten genommen, also die Erwartung für Inflation nach oben, die Erwartung für die Wirtschaft nach unten. Und all das ist natürlich eine sehr, sehr unschöne Konstellation. Warum tut die Fed das? Wir müssen uns ja doch durchaus klar werden, dass wir übergeordnet jetzt in einem inflationären Zeitalter leben. Die Zeit der Deflation ist vorbei. Erstens durch die grüne Energiewende, die auch in den USA stattfindet, die in Europa stattfindet, die kostet immens viel Geld. Das heißt, Energie wird dauerhaft teurer bleiben, inflationär. Wir haben auf der anderen Seite die Demografie, das heißt, wir haben tendenziell Mangel hier oder die gibt es Schwierigkeiten, Arbeitsplätze zu besetzen. Diejenigen, die am Arbeitsmarkt sind, können höhere Löhne durchsetzen. Das ist der nächste wichtige Faktor. Und dann natürlich der dritte Faktor, die Globalisierung. All das zeigt, dass letztendlich die Notenbank vielleicht gar nicht so schlecht dran tun, jetzt erstmal ein bisschen hawkischer zu sein. Auch wenn im kurzen Zeitfenster jetzt erstmal die Inflation weiter nach unten geht. Wir könnten in Deutschland 7% Inflation haben im Dezember. Aber im nächsten Jahr wird das wieder deutlich nach oben gehen, zum Beispiel, weil die Energierechnungen deutlich steigen. Und insgesamt sehen wir jetzt einen Shift, einen Wechsel im Sentiment der Märkte. Man geht jetzt weg von Inflation in Richtung Rezession. Das ist das, was die Märkte jetzt interessiert. Und die Märkte sehen diese Rezession, aber die Fed sieht diese Rezession nicht. Und erst wenn die Fed die Rezession sieht, dann könnte es auch mal wieder Zinssenkungen geben. Schauen wir uns hier mal etwa die Genesis an der
Vorhersagen der Wall Street, wie man also glaubte, wie es um die Inflation, wie es ausschaut. Erst war man im Szenario, ja, aufpassen, dass wir keine Hyperinflation bekommen. Dann Sorge vor einer Stagflation, dann ein Mild Recession, eine milde Rezession. Und jetzt sind wir schon so in Richtung Hard Landing unterwegs, dass die Märkte also eine harte Landung fürchten. Und schauen wir uns hier rechts mal den Home Price Index an in den USA. Dann sehen wir, die Hauspreise sind so massiv nach oben gegangen, dass ein Fall von 35% dieser Hauspreise dann immer noch praktisch im Bereich des langfristigen Aufwärtstrends wäre. Das zeigt, wie krass die Blasen hier aufgeblasen wurden und welches Fallpotenzial hier der Fall ist, weil die Notenbanken jetzt gucken müssen, wie kriegen wir diese Blasen irgendwie kontrolliert runtergefahren, und das ist noch nie gelungen. Du kannst eine Blase nicht kontrolliert runterfahren, du musst sie zum Platzen bringen, irgendwo wird etwas platzen. Und dann könnte es sein, dass die Notenbanken umsteuern, und dann wäre wahrscheinlich die Zeit für Long-Positionen angesagt, für übergeordnete Long-Positionen. Wie gesagt, Zeitfenster unterscheiden, kurzfristig kann jetzt was Long gehen, übergeordnet sind das noch sehr gute Verkaufsgelegenheiten, denn die Fed ist im Dilemma. Wie Sven Henrik hier gezeigt hat, sie hat zwei Möglichkeiten. Entweder sie crasht die Wirtschaft, das hat Paul damals in Brookings am 30. November verneint, nein, das wollen wir nicht. Oder du senkst die Zinsen in 23. Paul auch gesagt, nö, das wollen wir nicht. Also eins davon wird passieren. Und Mike Hartnett sagt also, es wird jetzt darauf ankommen, wie schnell der Arbeitsmarkt sozusagen Schwäche zeigt. Also wie schnell die Arbeitslosenquote nach oben geht. Je schneller das passiert, desto besser für die Bullen, oder desto früher kommt diese Wende. Wir werden sehen, aber manchmal kommt die Wende eben erst sehr viel später. Schauen wir uns mal die letzten beiden Zinssenkungszyklen an. Oder hier zwei wichtige Zinssenkungszyklen. Einmal unter Greenspan, First Rate Cut. Und dann ging es noch deutlich weiter nach unten. Bernanke's First Rate Cut im Vorfeld der Finanzkrise sorgte eben auch für einen weiteren Abverkauf. Also es ist nicht so, dass sofort, wenn die Fed die Zinsen senkt, dann alles nach oben geht. Und die Fed ist noch sehr, sehr weit entfernt von irgendeiner Zinssenkungsidee. Wir hatten ja die Situation, dass ab Anfang November an den Märkten etwas auseinandergedriftet ist. Die Financial Conditions wurden lockerer. Gleichzeitig stieg die Erwartung der Fed, die Zinsen weiter anzuheben. Das passt nicht zusammen. Die Fed hat am Freitag nochmal draufgehauen in Gestalt von Daly, die eigentlich so eher im dovischen Camp unterwegs ist. Die hat gesagt, also Inflation ist toxisch. Wir sind weit entfernt von unserem Preisstabilitätsziel, müssen mit der Arbeitslosigkeit leider nach oben gehen. Wir haben keine Verbesserung bei der Service-Price-Inflation gesehen. Daily dann weiter. Warum? Ich verstehe auch nicht, warum die Märkte so optimistisch in Sachen Inflation sind. Und wir müssen die Zinsen über 5% im Jahr 2023 halten, so sagt es Frau Mester. Und Richard Clary, der ehemalige Fed-Mitglied, hatte ja kürzlich gesagt, ja, je mehr stärker die Märkte steigen, umso stärker muss die Fed auf die Bremse treten, denn sonst entsteht wieder Nachfrage. Inflation ist das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Also versucht die Fed, die Nachfrage nach unten zu bringen. Da passen steigende Aktienmärkte nicht ins Konzept. Und so sehen wir ein aktiviertes Verkaufssignal, das pünktlich zugeschlagen hat im oberen Chart. Wir haben jetzt in der letzten Woche 2% verloren, in der vorletzten 3,3% verloren beim S&P 500, sind an diesem Abwärtstrendkanal gescheitert. Aber wenn Sie sich den unteren Chart mal anschauen, das ist der Bullish Percentage Index des S&P 500, dann sehen wir, wenn Sie da ganz unten gucken, wo der lilanische Kreis schon ist, da sehen wir, dass wir jetzt doch schon ziemlich überverkauft sind im kurzen Fenster, also könnte durchaus was nach oben kommen, jetzt eine Erholung kommen. Ist das, dann wird die Stimmung wieder bullischer und ich werde dann wieder hören, Vogtmann, du bist wieder so bärisch, bärisch, bärisch. Und ja, das kann sein, übergeordnet bin ich bärisch, denn schauen Sie sich oben dieses Muster an, das dürfte eben dazu führen, dass wir zum unteren Trendkanal des S&P 500 laufen. Das ist so im Bereich 3300 Punkte, also deutlich tiefer. Das heißt, es dürfte einen Abverkauf von 15-20% geben, bis wahrscheinlich Februar, so meine Prognose. Auch wenn wir jetzt nochmal so einen Versuch vielleicht einer Jahresendrallye sehen werden, aber schauen wir uns übergeordnet die Situation mal an. Das ist der Nasdaq auf Jahresbasis, also eine Jahreskerze, wie sie sich bisher darstellt. Und wir sehen, das ist in Sachen Punkte
Ein Vielfaches dessen, was wir damals bei Platzen der Dotcom-Blase gesehen haben, bei Platzen der Immobilienblase in der Finanzkrise. Prozentual sind es knapp über 30% beim Nasdaq. Damals bei Finanzkrise und Dotcom-Blase hat der Nasdaq 40% verloren. Also da ist schon einiges passiert und es ist wahrscheinlich noch nicht das Ende. Wir haben auf der einen Seite im kurzen Zeitfenster jetzt eine Überverkauftheit bei den Aktienmärkten, aber wir sehen beim Dollarindex, der sich ja negativ korreliert verhält zu den Aktienmärkten, also im Prinzip genau das Gegenteil tut zu den Aktienmärkten, steigt der Dollar, fallen die Aktienmärkte und umgekehrt, da sehen wir positive Divergenzen. Oben im RSI, da sind wir auch überverkauft, wir haben so eine fallende Wedge, so einen fallenden Kanal, der normalerweise dann nach oben durchgebrochen wird. Und ja, es ist natürlich bei Zinsen von 5%, wie Goldman Sachs hier sagt, für viele Firmen wohl das Todesurteil, ohnehin Zombie-Unternehmen, ja in den letzten Jahren entstanden durch die ultralaxe Geldpolitik, die nicht mal ihre Zinskosten verdienen. Je höher jetzt die Zinskosten sind, umso gefährlicher ist das für diese Firmen. Ich will nicht sagen, dass Tesla eine Zombie-Firma ist, aber sie ist auf jeden Fall überbewertet. Jetzt lässt Elon Musk Twitter-Nutzer abstimmen, ob er als Twitter-Chef jetzt gehen soll, also jemand anderes einsetzen. Wenn diese Abstimmung so ausfällt, dass er das tun soll, und er hat gesagt, er wird sich dran halten, dann dürfte das der Tesla-Aktie nochmal eine Erleichterungsrally verschaffen. Aber auch die wird nicht von langer Dauer sein. Schauen wir uns mal die Marktkapitalisierung an. Tesla immer noch trotz des Abverkaufs 470 Milliarden, BMW 54 Milliarden, Mercedes 66 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung. Jetzt schauen wir uns mal die Verkäufe an. BMW etwa, ja, ganz entspannt, mindestens das Doppelte nach wie vor. Und jetzt sehen wir ja, dass praktisch Tesla 8 bis 9 Mal teurer ist als eine BMW oder auch eine Mercedes. Jetzt sagen die, sagt die Religionsgemeinschaft Tesla, Wachstum, ewiges Wachstum, Tesla wird die Welt dominieren, Amen. Aber es ist leider nicht so. Jetzt zerbricht gerade auch diese Wachstumsstory. Wir sehen, in Shanghai muss man Produktionszeiten kürzen. Wir sehen, dass natürlich auch diese massiv gestiegenen Stromkosten weltweit natürlich auch massiv Gegenwind bedingen. Denn als der Benzinpreis so stark gestiegen war, haben alle gesagt, ja, Elektromobilität, da ist sozusagen auch natürlich dann der Kraftstoffanteil durch Benzin extrem weiter gestiegen. Jetzt haben wir aber die Situation, dass der Benzinpreis eher nicht mehr steigt oder jetzt sogar sich gesenkt hat in letzter Zeit. Auf der anderen Seite der Strompreis durch die Decke schießt. Und schaut sich mal hier rechts die Chartformation an. Das ist eine Schulter-Kopf-Schulter, wie sie sich ein Regisseur eines Bärenfilms nur erträumen kann, könnte man sagen. Und die Aktie könnte durchaus noch viel, viel weiter steigen, fallen. Auch wenn sie kurzfristig, sollte Elon hier zurücktreten als Twitter-Chef, durchaus dann nochmal eine Rallye zaubern kann. Aber wie desperat derzeit die Situation ist, jetzt Facebook, Instagram oder Mastodon, wer künftig Links zu anderen Social-Profilen auf Twitter postet, wird gesperrt. Also nicht nur wird das gelöscht, sondern der Nutzer wird gleich gesperrt. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Da gab es doch mal einen Ostdeutschen, der Walter Ulbricht, der das gesagt hat, gell? Und wie wir wissen, ist diese Mauer dann ja auch nie gekommen. Ne? Und das ist beim Elon genauso. Der hat nämlich noch kürzlich gesagt, am 6.6. diesen Jahres, der Säuretest oder der Hardcore-Test bei sozialen Plattformen ist, wenn du zum Beispiel zwei konkurrierende Plattformen hast und eine verbietet, Links zur anderen zu setzen oder eine davon verbietet das, dann weißt du, welcher die schwächere ist und bald untergehen wird. Und genau das tut Elon Musk jetzt. Also er zeigt praktisch, er handelt gegen das, was er richtigerweise erkannt hat, und das zeigt, wie die Dinge wirklich jetzt stehen. Schauen wir uns hier mal die Tesla-Aktie im Chart von Capital.com an. Da sind wir jetzt so ein bisschen unter diesen Abwärtstrendkanal gefallen. Durchaus möglich, also wenn jetzt Musk als Twitter-Chef zurücktritt, dass da eine Rallye kommt, aber dann sollte man diese Rallye verkaufen. So meine feste Überzeugung. Jetzt hat hier zum Beispiel ein hochrangiger Mensch aus dem Autobereich, nämlich der Toyota-Chef, also der Chef des zweitgrößten Autounternehmens der Welt, gesagt, ja, also die Leute, die Mehrheit wird derzeit so ein bisschen, ist derzeit still. Die stille Mehrheit fragt sich ja, ob das wirklich so alles so toll ist mit der E-Mobilität, also mit Elektroautos, aber die denken sich, okay,
Das ist der Trend, können wir nichts machen, also halten wir besser die Gosch. Aber er sagt, es ist der schlichtweg so, dass man sich beide Optionen offen halten sollte. Nicht nur, weil diese Elektrofahrzeuge so grün nicht wirklich sind, Abbau von Lithium, von hochgiftigen Dingen, die etwa in China passieren, 60% der gesamten Dinge, die man braucht für solche Elektrofahrzeuge, kommen in der Regel aus China. Auch das ein weiteres Risiko. Es ist nicht wirklich grün. Es tut, als wäre es grün. Gleichzeitig jetzt würde dann der Strombedarf natürlich noch deutlich steigen, wenn wir keine Verbrennerautos mehr haben, was ja geplant ist durch die EU, was ja kommen soll. Also es ist eine interessante Situation, die eben dann auch wahrscheinlich dazu führen wird, dass Tesla diesen Siegeszug nicht machen wird, um diesen Kreis wieder zu schließen. Wir sehen jetzt, wenn wir nach China kommen, eine Rallye bei chinesischen Aktien, nachdem die Führung jetzt versucht, in Peking Wachstum wieder zu erzeugen. Wir haben jetzt die Meldung von 2 Corona-Toten in China. Das dürfte allerdings nur die aller kleinste Spitze des Eisberges sein. Wir sehen dieses Business Confidence, also dass die Verbraucherstimmen, die Stimmung der Unternehmen so schlecht wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr, und viele Apple Supplier starten jetzt oder versuchen ihre Bemühungen zu verstärken, nicht mehr in China zu produzieren aufgrund der dortigen Risiken. Jetzt kommen wir noch kurz zur EZB. Frage, gab es da eine Absprache zwischen EZB und Fed? Die EZB weiß, wenn wir jetzt nicht so hawkisch sind wie die Fed, dann stürzt uns vielleicht der Euro wieder ab, dann ziehen wir uns Inflation rein. Aber es gibt jetzt schon Kritik, die sich nochmal verstärkt hat durch die italienische Regierung. Das wird jetzt immer lauter, dieser Tenor. Und kein Wunder, in den letzten 7 Jahren hat im Prinzip die EZB alles an Neuemissionen gekauft, was praktisch Staaten an Anleihen auf den Markt gebracht haben, um ihre Schulden, um die neue Schulden aufzunehmen. Jetzt soll all das enden. Jetzt will sogar die Fed die Bilanz reduzieren. Damit würde Angebot auf den Markt kommen. Wer soll all das kaufen? Wenn ich die Alternative habe, ich kann eine amerikanische Anleihe für über 4% kaufen im kurzfristigen Zeitfenster, also eine, die vielleicht 3 Monate nur läuft, oder ich kaufe eine 10-jährige spanische, die sogar weniger rentiert, dann würde ich nicht allzu lange zögern, was ich da mache. Ich würde nicht die spanische kaufen. Dementsprechend ist eine Euro-Krise vorprogrammiert. Die EZB wird uns diese Euro-Krise bescheren, und wie die Dinge zusammenhängen, ultralaxe Geldpolitik, Aufblasen von Assetblasen sehen wir hier. Hauspreisindexe in Deutschland, da geht es jetzt steil bergab. Da ist Panik am Markt in gewisser Weise, und Panik auch so in Sachen Energie. 1 Billion hat bis jetzt diese Energiekrise uns gekostet. Einiges durch den Ukraine-Krieg, einiges war schon davor. Oh Wunder, wer hat am meisten dafür geblutet und am meisten seines BIPs dafür eingesetzt an Subventionen? Das ist Germany. Erste Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Zweite Artikelempfehlung, S&P 500, DAX, vergesst Fett und Zinsen. Konjunktur wird wichtig, also dieser Fokus weg von Inflation auf Rezession. Das ist die zweite Empfehlung. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.